Ich heiße Survival Pete und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal stelle ich euch ein kleines Tool vor, um genau zu sein, eine Pocket-Säge. Ob Kanufahren, Wandern oder Fahrradfahren. Egal, wo man in der Natur unterwegs ist, dieses kleine Tool wird einem auf jeden Fall weiterhelfen. Es handelt sich hier um die Nautic Pocket Säge und die stelle ich jetzt einmal vor und erkläre euch die Vor- und die Nachteile von diesem Tool. Die Nautic Pocket Säge wird in dieser kleinen Tasche hier mitgeliefert und die hat eine Maße von ungefähr 12 x 10 x 3 cm. Also sehr, sehr klein. Und für große Gürtel ist sie auch noch gut, weil sie hier hinten so eine dicke Schlaufe hat. Die Kette wird in einer Plastikfolie geliefert. Das hat den Vorteil, dass man sich daran nicht schneidet und dass die Kette keine Feuchtigkeit abbekommt. In dieser Verpackung haben wir dann einmal noch so einen Feuchtigkeitsbeutel drin, sodass man wirklich sicher davon ausgehen kann, dass die Kette nicht verrostet ankommt. So, und dann haben wir hier drinnen noch so einen Zettel. Das steht alles leider auf Englisch drauf. Aber hier steht drauf, dass man auch diese Kette feilen kann. Ja, diese Kettensäge ist 65 cm lang. Das reicht auch vollkommen. Sie hat hier zwei feste Schlaufen, wo man links und rechts hinterherziehen kann. So, die Pocketsäge gibt es dann noch in zwei unterschiedlichen Farbvarianten. Einmal in knallig orange, damit man sie auch auf den grünen Waldboden wiederfindet. Aber der Nachteil ist, dass man sie auch vom Weiten dann sieht. Der Vorteil von dem Oliven ist, dass man sie von dem Weiten nicht sieht. Und der Nachteil, wenn sie auf einen dunklen grünen Fußboden fällt, dann findet man sie schwer wieder. Ja, die beiden Farbvarianten gibt es zur Auswahl. Die Handkettensäge hier punktet nicht nur mit dem kleinen Packmaß, sondern auch mit ihrem geringen Gewicht. Sie hat nur ein Gewicht von 132 Gramm. Ich wiederhole, 132 Gramm. Wenn man jetzt noch die Tasche dazu rechnet mit ungefähr 40 Gramm, dann liegt man bei 172 Gramm. Das ist deutlich unter 200 Gramm, also ein Leichtgewicht der Sägenklasse. Aber jetzt hat sie noch was ganz Spezielles, was die meisten Handsägen nicht haben. Denn diese hier kann doppelt sägen. Das heißt, von beiden Seiten. Von beiden Seiten fliegen Holzspäne. Und das zeige ich jetzt einfach mal an einem toten Baumstumpen. So, wir starten von Anfang an gleich mal mit so einem dickes Teil hier. Und mal gucken, ob es bei Totholz gut funktioniert. Ja, wie wir sehen, wir haben hier ein sehr gutes Stück abgesägt, schön gerade vor allen Dingen und das auch noch in einer sehr kurzen Zeit. Wenn wir das jetzt vergleichen mit einer üblichen Handsäge, dann werden wir erkennen, was für einen Unterschied das eigentlich macht. Mal schauen, wie das mit der läuft. Könnt ihr schon den Unterschied sehen? Ich brauche hiermit wesentlich viel länger als mit so einer hier. Hier ist das Problem, dass ich halt nur von einer Seite, also von oben nach unten säge und meistens durch Zug hier ein paar Späne rausreiße. Und jetzt versuchen wir das einfach mal mit einem lebendigen Stück. Das hier ist Haselnuss. Das wächst so extrem nach, dass es halt nicht schädigt, wenn wir das einfach mal hier absägen. Gut, wir hatten eben einen Umfang von ungefähr 10 cm. Jetzt versuchen wir das mal hier bei 3 cm. Okay. Jetzt steckt das fest. Und das ging so gut los. So,
Auf vielen Abenteuern muss man halt auf so einem Baum balancieren. Und meistens sind immer diese toten Äste im Weg. Komm schon. Oh. Puh. Puh, das war knapp. Ja. Oh. Ja, wie ihr seht, mit dieser Säge habt ihr in ein paar Sekunden einfach mal so ein Holzstück durchgesägt. Also auch bei liegendem Holz ist immer das letzte Stück, ja, das, was immer so ein bisschen schwieriger ist. Also tut sich nicht doll bei stehen oder liegendem Holz. Auf jeden Fall, ihr seid ruckzuck damit durch. Gut, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen, ihr konntet damit was anfangen. Und ich hoffe, das hier wird euch demnächst begleiten und hilft euch. Keine Sorge, ich profitiere von diesem Verkauf hier nicht. Ich möchte euch einfach nur gute Sachen weiterempfehlen, die ich persönlich für gut empfinde. Und ich muss sagen, das ist wirklich sehr gut, wenn man draußen unterwegs ist und so wenig Energie verschwenden möchte wie möglich. Diese Säge sägt ja doppelt. Das heißt, man spart ja die Hälfte an Energie für andere Sachen. Feuerholz sammeln, jagen gehen, Unterschlupf bauen, was auch immer. Also man spart mit dieser Säge viel Zeit und viel Energie.